endlich wirklich Klartext abnehmen. Das ist sozusagen heute unser erster Millionenbestseller als Antwort auf die drei oder vier in den Bestsellerlisten im Moment laufenden Abnehmbücher, die natürlich alle wieder nicht funktionieren. Also noch einmal, alles funktioniert nicht. Die Deutschen nehmen nach wie vor Jahr für Jahr zu und weder Diäten noch irgendwelche sonstigen Tipps funktionieren alle nicht. Sie werden gleich die Wahrheit über das Abnehmen erfahren. Wir suchen ja im Moment sozusagen, sprechen mit den Großverlagen, die diese Bestseller verkaufen, und suchen auch Co-Autoren dafür, weil wir uns das selber nicht zutrauen, die wirklich so marktgerecht und kundengerecht zu formulieren. Sozusagen, ja, und das Titelbrainstorming sozusagen war, das sind jetzt alles mehr, die meisten Titel sind also quasi existierende Bestseller in den Bestsellerlisten, die wir auf Realität abgewandelt haben. Bei uns würde das also heißen, ja, du darfst fast alles nicht glauben, was du denkst. Karl Marx, Manipulationsopfer des Kapitalismus. Richard Dawkins und der Mensch als Wahnsinniger. Endlich wirklich Klartext abnehmen. Mit dem fangen wir also heute an mit dieser Serie, ne? Oh, du denkst nicht, du wirst gedacht. 8 Milliarden Manipulationsopfer. Im Grunde irre, eine neue wahre Geschichte der Menschheit. Das echte Ende des Kapitalismus im Gegensatz zu Ulrike Herrmanns Irrtümern. Wirtschaftswunder-Revival Deutschland. Kinderspiel, Klimakrise und Krieg. Der Mensch tatsächlich nicht Herr im eigenen Haus. Gemeinwohl, eine Missbrauchsgeschichte. Du lebst nicht, du wirst gelebt. Das Sexmonster Mensch. Abzocke, wie sie im Alltag wirklich getäuscht werden. Erfolgreich, also das meint hier erfolgreich und reich werden durch Verstehen der Welt. Ja, wenn der Kapitalismus bestehen bleibt, dann kann man natürlich den Leuten auch Tipps geben, wie sie im Kapitalismus durch erfolgreicheres Schädigen der Mitmenschen noch erfolgreicher werden. Ja, das ist, wenn die Masse das nicht versteht, dann ist die Masse der Menschen dann auch eher als ein Opfer zu sehen, ne? Das einzige Buch, das du über Menschen und Gesellschaften lesen solltest. Du Opfer, du, das hatten wir ja auch mal schon als mündliches hier. Wer wir wirklich sind. The Big Five for Life. Was in Wahrheit wirklich zählt im Leben. Das Buch, von dem du dir wünschst, alle hätten es gelesen. Karl Marx, Verharmloser des Kapitalismus. Manipulationsopfer Mensch. Die Wahrheit über uns Menschen. Das Buch der Bücher für die Klügsten der Welt. Du willst auch nicht sterben, ohne je gelebt zu haben? Fragezeichen. Ja, also das heißt, wir sprechen, haben die Verlage angesprochen, ob sie eben, ja, letztendlich geht es um die Frage, für die Weltsanierung mit der Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, bräuchte es 4 Milliarden vernünftige Menschen weltweit. Und in Deutschland vielleicht wenigstens, also vielleicht 40 Millionen vernünftige Menschen weltweit. Pustekuchen ist wohl nicht drin. Ja, das heißt, die Studie mit den 56% Wählerstimmen für die GWÖ-GWO-Kombi setzt ja voraus, dass die Journalisten schon so vernünftig wären und dass das ganze System so gut funktionieren würde, dass wir ständig in den Talkshows wären. Und wenn wir dann ständig in den Talkshows wären, ja, dann
würde sich vielleicht diese 56% ergeben und dann würden die Parteien auch drauf anspringen und so weiter. Aber im Moment ist es ja so, dass sie weder vernünftige Entscheidungen in den Medien haben, noch vernünftige Entscheidungen in der Politik. Also bleibt alles draußen vor und die Bürger selbst tun gar nichts. Die Bürger selbst, die akzeptieren, dass die ganzen anderen Parteien, die zu Wahlen antreten, dass die gar nicht berichtet werden, dass die ihnen vorenthalten werden und dass nur wichtig sind die Großparteien, denn die sitzen ja im Aufsichtsrat der Medien und die entscheiden über die Karriere des Journalisten. Also wird er genau das tun, nämlich nur die Großparteien einladen und alle anderen totschweigen und die Bürger lassen sich das gefallen und tun auch nichts, ne? Also die akzeptieren einfach, es gibt nur diese Großparteien und alles andere gibt's nicht und interessiert uns auch nicht und was tun wollen wir sowieso nicht, ne? Also insofern ist diese Geschichte 40 Millionen Deutsche oder 4 Milliarden weltweit für die Weltheilung durch GWÖ-GWO-Kombi. Diese Vernunft kommt nicht. Die Frage ist, gibt es noch 1% der Weltbevölkerung, das wären ja dann 80 Millionen Menschen, die wenigstens interessiert sind, wahrheitsorientierte Bücher zu kaufen. Also das heißt, dass man Millionen Bestseller verkaufen kann, wenn man quasi die Kette der Richard Dawkins Bücher fortführt und dann die seinen einzigen hellen Moment in das egoistische Gehen auf den drei Seiten sozusagen das Endresultat daraus und damit die Wahrheit bringt, das wird sich zeigen, ja. Und also ob da überhaupt was ist oder auch da ist, dass eigentlich Wahrheit keinen Menschen interessiert. In den Verlagen und bei den Co-Autoren, ja, dann ist es halt so, dann interessiert das halt auch da wieder niemanden. Obwohl ich schon glaube, dass 1% der Weltbevölkerung wirklich sich interessiert. Und damit beginne ich jetzt ja auch mal dafür. Ich werde nur noch mal kurz zeigen, hier unsere Homepage. Ja, geht's ja los, dass man gleich hier unsere Einladung, uns zu sagen, wo wir uns irren. Und dann haben wir ja hier die Bedienungsanleitung Studium. Und wenn man da draufklickt, kommt man ja hier, kommt man, das habe ich wohl aus Versehen weggemacht, kommt man ja hier. Ah, das ist jetzt groß, das ist natürlich schlecht. Auf jeden Fall kommt man ja irgendwo auf die Tatortgeschichte. Ich guck mal, ob ich da, ja, genau. Also wenn man Bedienungsanleitung Studium anklickt, kann man dann also sich interessieren für die gemeinwohl ökonomische Superglückskommune Köln Süd und kann dann hier den Tatort schauen und sich selbst in Frage stellen beginnen und dann kann das durchaus funktionieren. So, und jetzt hatte ich das andere, was ich aufgeschlagen hatte, war dann in dem Weltratforum, in dem gleichen Forum Gesundheitstipps und Neues. Und jetzt lese ich einfach mal und kommentiere das mal, dass sie sich die Wahrheit übers Abnehmen. Also alles, was bisher gesagt wurde übers Abnehmen, funktioniert offensichtlich nicht. Die Deutschen nehmen immer weiter zu. Die ganzen, sei es Diäten bis sonstige Tipps, alles funktioniert nicht. Warum nicht? Weil es nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, dass wir damit beginnen müssen, wie die Welt wirklich ist. Nämlich, vielleicht gehe ich dazu mal kurz raus hier und gehe in die, oh ja, mach mal kurz hier Stopp. So, also zu den Wahrheiten zum Thema Abnehmen. Wir leben eben nicht in dieser gesunden Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination GWÖ-GWO-Kombi, sondern wir leben in der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise im Kapitalismus und das funktioniert nicht. Ja, ist also auch, wie gesagt, für neue Parteien und neue Ideen, da tut sich
gar nichts, weil wir eben nicht diese Situation haben, die die Studie mit den 56% voraussetzte, dass alle Bürger das kennen würden. Dazu kommt es gar nicht in einer kranken sozialmarktwirtschaftlichen kapitalistischen Gesellschaft. Auch beim Wahlbündnis tut sich nicht viel, weil jeder doch weiterhin seine Splittersachen tut. Ja, da sind sie in der heutigen Vorlesung zur Kommune vielleicht Bilder von mir. So, und die Tatsache ist leider, dass alle Sparten der Gesellschaft, die Genome des Menschen, kann man durch nichts daran hindern, dass es da zu Mutationen kommt. Und die Gehirne kann man auch nicht daran hindern, dass es zu Mutationen kommt, nämlich zu Wahrheitsmutationen und Irrtumsmutationen. Und die Irrtumsmutationen werden natürlich von dem Mensch, der sie entwickelt, als Wahrheit erlebt. Und diese Sparten entsenden alle hier wie so ein Ausdünster die vorteilbringenden Irrtümer VIs. Oft wird auch noch Geld parallel dazu ausgedünstet und losgeschickt und beeinflusst die Journalisten, die Universitäten, die Spielfilmmacher, die Politiker, die Parteien und so weiter. Und so ist dann die ganze Gesellschaft durchseucht von den Irrtümern der Sparten, die unser Leben zerstören und unglücklich machen und uns dadurch zwingen zum Kaufen der Produkte der Sparten oder die Karrierechancen in den Behörden der jeweiligen Sparten vergrößern und so weiter. Also das heißt, die Irrtümer werden von den Sparten ausgedünstet und wir werden zu süchtigen Menschen gemacht, die also zum Beispiel Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten süchtig, Medikamenten süchtig, urlaubssüchtig, drogensüchtig oder was auch immer werden, ne, geworden sind. Ja, und das ist leider nun mal die ganz nüchterne Realität der Welt. Und das heißt, keines der üblichen Aussagen über Abnehmen beginnt mit der Wahrheit, nämlich du bist suchtkrank, ich bin suchtkrank, weil jeder im Kapitalismus suchtkrank ist. Und seien Sie froh, wenn Sie nur esssüchtig sind, weil Alkoholsucht, Drogensucht, Medikamentensucht, Zigarettensucht, ist wahrscheinlich noch viel gefährlicher und noch viel tödlicher sozusagen. Und die einzige Sucht, die schwierig ist, ist natürlich die Esssucht, weil man kann nicht völlig aufhören zu essen. Ne? Und deswegen ist das so schwierig. Alles andere kann man völlig aufhören und damit habe ich nichts, mit allen anderen Süchten habe ich keine Berührungspunkte. Aber auch bei mir ist dann die Esssucht die letzte Sucht. Ne? Und die einzige, aber eben geht nur, wenn wir die Wahrheit sehen, nämlich wir sind alle im Kapitalismus suchtkrank, ja, alle. Das geht gar nicht anders, weil der Kapitalismus mit seinen vorteilbringenden Irrtümern uns alle unsere natürlichen Glücksquellen wegredet, auf dass wir quasi seelisch gezwungen sind, Ersatzbefriedigungskonsum zu praktizieren, uns mit Schokolade zu trösten, mit allen möglichen Dingen zu trösten über nicht gelebtes Leben. Ja? So, und ich als ehemaliger Hochleistungssportler der wahrscheinlich ein leicht vernarbtes Herz hat, wo dann die Herzelektrik zum Kurzschluss neigt, also zum Beispiel der Strom läuft über den Vorhof und anstatt dann weiter zu laufen in die Kammern richtig und so weiter, springt der Strom oder ein Teil des Stroms, keine Ahnung, wieder zurück und dann flattert der Vorhof, das nennt man dann Vorhofflimmern. Im Moment habe ich wochenlang Herzjagen, das ist quasi so, da fängt das Herz an zu schlagen zu wollen, dann kommt es zum Kurzschluss, weil eben die Vernarbung und
Fett im Epikard und Perikard, also in den elektrischen Punkten des Herzens sozusagen, Bauchfett, die Reste von Bauchfett, die ich noch habe, obwohl ich immer so als extrem schlank bezeichnet werde, was natürlich ein Irrtum ist, springt das der Strom zurück. Also gilt für mich das Gleiche wie für die Diabetiker. Wenn die Bauchspeicheldrüse wieder richtig laufen soll und das Herz wieder richtig laufen soll, muss das Fett raus, völlig weg von der Bauchspeicheldrüse und völlig raus aus dem Epikard und Perikard. Und das bedeutet, dass man extrem schlank werden muss. Das sagt Ihnen auch niemand bei diesen Abnehmgeschichten. Wir müssen extrem schlank werden, weil nur dann das Bauchfett wirklich weg ist. Also sozusagen gehen Sie Richtung Waschbrettabrauch, schauen Sie sich ein junges Mädchen, einen jungen sportlichen Mann an. Da ist nichts, weder vorn irgendwelches Fett auf dem Bauch, noch eine Vorwölbung des Bauches. Stellen Sie sich vor den Spiegel. Sie brauchen eigentlich auch nicht das Zentimetermaß und Sie brauchen schon gar nicht den Body Mass Index, der sowieso völliger Quatsch ist. Denn wenn jemand doppelt so breit ist wie Sie, dann wiegt er auch doppelt so viel, egal ob er dick oder dünn ist. Einfach der Body Mass Index nimmt überhaupt nicht auf die Breite eines Menschen Rücksicht, als wären alle Menschen gleich schmal oder gleich breit. Ja, schmale Menschen müssen viel weniger wiegen. Also ich muss bei 1,92 Meter wahrscheinlich muss ich 65 Kilo wiegen, damit das stimmt, damit das Bauchfett weg ist. Und damit wäre ich aber immer noch 20 Kilo über einem Magersüchtigen. Ja? Also ein magersüchtiger Mann, so vielleicht 45 Kilo, magersüchtige Frauen oft so um die 40 Kilo. Ja? Also, und wenn dann so eine Frau, aber Frauen eigentlich sind auch kerngesund. Ich glaube, mit 55 Kilo sind viele Frauen, kommt natürlich ein bisschen auf die Größe an, kerngesund. Also solange sie nicht in die Richtung 45 Kilo kommen oder 50 Kilo kommen, ist alles richtig. Also gucken Sie halt, dass Sie sozusagen wirklich in keinster Weise übermäßig schlank werden. Aber gucken Sie einfach auf Ihren Bauch. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Und der wird Ihnen sagen, ja, in Wirklichkeit haben Sie noch Übergewicht, Sie haben keinen Waschbrettbauch, die Muskeln zeichnen sich nicht sanft ab unter einer dünnen Fettschicht. Und das heißt, ja, so, und wie geht man, muss man jetzt umgehen, wenn wir alle süchtig sind, dann nützt es nichts, was wir ja hier im Forum, was Sie alles nachlesen können, in diesem Unterabteilung Gesundheitstipps und Neues, na, Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob und so weiter. Da können Sie ja alles erfahren, über was einigermaßen gesund noch ist. Ich habe gerade gestern gesehen, dass sogar DM-Markt mittlerweile Biolinsen gekocht hat in der Dose. Super, da kann man das auch mal auf Vorrat sich holen, dass man dann also die Linsen nicht immer kochen muss. Aber ich glaube, ich selbst werde das gar nicht brauchen, weil ich ja die Linsen auch noch in meinem Tresorraum habe. Also, es geht alles so nicht. In all den, alles, was übers Abnehmen gesagt wird, funktioniert nicht, denn wir Süchtigen, da alle süchtig sind im Kapitalismus, haben die meisten Menschen irgendeine Phase des Tages, in der sie schwach werden und wo sie die Kontrolle über das Essen verlieren können. Also, das Erste, was wir machen müssen, ist, an welchen Zeiten des Tages verliert man völlig die Kontrolle übers Essen? Das ist dann natürlich schwierig, wenn man das am ganzen Tag ständig die Kontrolle verliert. Dann wird es schwierig. Ich verliere nur abends die Kontrolle über das Essen, wenn überhaupt. Ja, also nur abends. Ja. Aber wenn jemand ganztägig die Kontrolle führt, dann ist vielleicht das sinnvoll, was hier steht, das kann ich dann ja mal vorstreben, vorziehen,
Das wäre dann die Radikalkur. Versucht wurde, das ist allerdings dann wirklich sehr hart gewesen, weil es auch vielleicht zu lang war. Vielleicht sollte man es auf 4 Tage beschränken, dann wieder eine Kleinigkeit essen und dann wieder 4 Tage machen. Also ich habe eine Pappschachtel unten an die Wohnungstür mit Tesafilm festgeklebt und zwar außen. Ja? Dann habe ich von innen eins meiner beiden Türschlösser abgeschlossen. Dann habe ich mit Tesafilm an die Gummiriemen, die ich vorher unter der Tür durchgezogen hatte und mit Tesafilm festgeklebt hatte, hatte ich den Schlüssel dran gemacht und den dann unten durch die Tür durchflutschen lassen oder durchgeschoben. Und dann war der tatsächlich perfekt versteckt in der Pappschachtel, durch die Gummiriemen reingezogen quasi. Gummiriemchen. Und dann war das von außen unsichtbar und niemand hat auch offensichtlich versucht, diesen Schlüssel zu klauen, obwohl der Mann natürlich hätte gucken können, was ist in der Pappschachtel drin. Aber niemand im Haus hat das zum Glück geklaut. Ich hätte zur Not auch noch einen Reserveschlüssel irgendwo gehabt, den ich dann meinen Bekannten hätte nennen können, wo der ist, dass die mich hätten wieder aufschließen können. Ne? Mein zweites abgeschlossenes Großtürschloss oder vorgelegte Türkette schützt gegen Einbruchsversuche mit dem einen Schlüssel, falls dieser gestohlen würde, wäre noch ein Ersatzschlüssel erreichbar durch das Umfeld, also meine Bekannten und so weiter. 15 Tage habe ich also warm Wasserfasten plus Leinöl, D3K2 in kleinen Mengen, weil zu viel soll angeblich Herzrhythmusstörungen begünstigen können. B12, Magnesium, Brausetabletten, das ist natürlich die Frage, ob diese beigemengten Vitamine bei den Aldi-Brausetabletten gefährlich sind, das weiß ich nicht so genau. Ne? Man warnt ja eigentlich vor diesen Chemie-Vitaminen. Ne? Und dann habe ich öfters Jodmeersalz reingemacht ins Wasser und ich habe das Wasser eigentlich immer warm. Also ich habe hier so einen Heißwasserboiler, da habe ich das immer heiß aus der Leitung genommen und dann getrunken. Ja. Ja, und dann kam Bekannter und schloss mit dem Schlüssel aus Pappschachtel wieder auf. Nachteile, nach circa 4 Tagen doch gewisse Schwäche, was zu Bewegungsmangel führte, weil ich dann meine normale Musikarbeit hier zum Beispiel nicht mehr ich fit genug fühlte, die zu machen. Also lieber 4 Tage, dann Kleinigkeit essen, also gesund essen natürlich, eine Palette zwischen Eiweiß und gesunder Sachen und so weiter. Also 15 Tage waren mir jetzt in diesem Fall einfach zu anstrengend. Also lieber 4 Tage, solange man sich gut fühlt, dann Unterbrechung, Kleinigkeit essen und dann wieder Tür zu. Und so weiter dann im 4-Tage-Takt vielleicht, ja? Das heißt, es geht nur so. Und vergessen Sie Kliniken, denn die schützen Sie nicht vor dem Essen, wenn Sie in den Phasen, wenn Sie schwach werden, ja. Also es fehlt eigentlich, im Gesundheitswesen hält man zwar Heroinsüchtige, schottet man ab gegen Drogen oder Alkoholsüchtige gegen Alkohol in geschlossenen Stationen, aber mit Esssüchtigen macht man das nicht. Und das als ob quasi der vorteilbringende Irrtum in der Medizin lautet, quasi auf der bewussten Ebene, na ja, man kann doch den Leuten, man kann doch die Küchen nicht zuschließen und die Leute nicht vom Essen ausschließen und so weiter. Das kann man doch nicht machen und so weiter, ja. Und dahinter steckt natürlich die Gewinnmöglichkeit, dass natürlich die Medizin ihre größten Gewinne macht dadurch, dass die Masse der Menschen esssüchtig und übergewichtig ist und das die Haupteinnahmequelle der gesamten Gesundheitssparten, Pharmasparten und so weiter darstellt. Schluck Wasser. Also für die ganztägig süchtig sind, also einschließen ohne Essen und Geld und so weiter und alles, 4 Tage. Jedenfalls, solange man sich noch fit fühlt beim Fasten, 4 Tage soll ja auch dann maximal gesund sein ungefähr, und dann wieder Kleinigkeit essen und wieder 4 Tage und dann wieder Kleinigkeit essen, wieder 4 Tage. Ja? Kleinigkeit, da meine ich so vielleicht 600 Kalorien oder so etwas, ne? Oder in dieser Größenordnung. So, und jetzt
das Ganze nennt sich ja auch die Tresor-mit-Einwurf-Methode, ja. Und wenn Sie gucken, es wird Ihnen nirgends sagt Ihnen so jemand sonst, dass es nur so geht, ja. Weil die Leute natürlich immer wieder ihre Diäten aufs Neue verkaufen, damit viel Geld verdienen, oder sie beraten immer wieder aufs Neue und damit viel Geld verdienen, oder Bestseller verkaufen, die auch wieder nichts bringen. Ich habe hier auch so ein paar Bestseller, Millionen Bestseller liegen, die 2006 Bestseller waren. Davon spricht heute auch kein Mensch mehr, weil das ist einfach schön. Das sind alles schön. Man verkauft den Leuten und besser wird nichts, ne? Aber die einzige Chance, klar zu sein, wir leben in der Hölle des Kapitalismus und deswegen sind wir suchtkrank, und da es offensichtlich den meisten Menschen nicht gelingt, in eine glückliche Kommune, noch nicht mal in die gemeinwohlökonomische Superglückskommune Köln sozusagen zu kommen und dort glücklicher zu leben, und im Kapitalismus ein glücklicheres Leben absolut unmöglich ist, wegen der all der vorteilbringenden Irrtümer, die auch aus der am schönsten beginnenden Ehe nach kurzer Zeit einen Unglücksort machen. Ja, das ist also alles zwangsläufig im Kapitalismus. Deswegen vergessen Sie die Idee, richtig glücklich zu werden, es sei denn, Sie kämen zu unserer gemeinwohlökonomischen Superglücksgemeinschaft Köln-Süd. Da könnten Sie dann glücklicher werden, und wir würden natürlich dann gemeinsam auch sozusagen abnehmen, ja? Und Ihnen helfen beim Abnehmen und so weiter. Und jetzt mein Versuch geht jetzt aber dahin, dass ich jetzt den neuesten Versuch mache, nämlich ich habe den Kühlschrank nicht mehr wie bisher abgeschlossen. Also es war also nicht nur Tresor mit Einwurf, sondern auch der Kühlschrank noch als Tresor, ja. Also Sie brauchen quasi einen Raum, egal ob es ein Raum in der Wohnung ist, im Keller oder wirklich ein Tresor. Auf jeden Fall muss alles so umgebaut werden, und es geht nicht anders. Ja, alles andere sind Märchen, dass Sie quasi Geld oder Bankkarten und so weiter, dass Sie die einwerfen können. Zum Beispiel, ich mache so, wenn meine Tageseinnahmen, wenn ich über den Tag Essen geschenkt bekomme, dann behalte ich davon nur das Gesündeste, und das Ungesunde tue ich an die Foodsharing-Station. Und wenn ich doch mal etwas zu viel von dem Geschenken nach Hause bringe, dann werf ich, und auch das geht leider nicht anders, ich tue dann das, was zu viel ist, solange ich noch klar bei Verstand bin, ja, und ich werde immer erst, wie sagt man, ich verliere die Kontrolle immer erst, nachdem ich mein Essen gegessen habe. Dann verliere ich die Kontrolle und neige dazu, weiteres einzukaufen oder mir noch mehr zu machen. Also bevor ich das Essen esse, solange ich also noch Kontrolle habe, nehme ich so eine Plastikschüssel und mache zum Beispiel von mir Urin rein und tue das, was ich nicht essen will, klein geschnitten, ganz klein geschnitten, damit es sozusagen da rein, damit ich da nicht mehr dran gehe. Dann ist es weg, und dann kann ich das sozusagen in der Toilette runterspülen. Das ist zwar nicht die feine Art, aber das ist das Einzige, was unser Leben rettet. Ja, es muss die zweite Möglichkeit ist, wenn ich gerade keinen Urin habe, weil ich nicht urinieren muss, dann nehme ich Spülmittel und macht und wenn man etwas ins Spülmittel tut, dann schmeckt das auch beschissen. Und auf jeden Fall klein schneiden, und dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, welche 400 Kalorien will ich heute essen und was muss weg, weil ich es nicht rechtzeitig weggeschmissen habe oder zur Foodsharing-Station gebracht habe, dann einfach mit Spülmittel oder Urin. Bei Teigwaren geht, da ist natürlich dann der Geschmack kaputt zum Beispiel. Und generell übrigens, Teigwaren habe ich jetzt nochmal bei mir gespürt, machen mich einfach krank. Ich krieg dann einfach auch einen Vitaminmangel, ich krieg Sodbrennen. Es ist also, Sie sollten also, wenn Sie Essen geschenkt bekommen und das sind Teigwaren, weg damit. Das ist jedenfalls für mich reines Gift, ne?
Und deswegen, und bei Gemüse und Hülsenfrüchten und ab und zu mal vielleicht ein Quark, das ist ja tierisches Eiweiß dann, ja. Für mich kommt ja in Frage als Eiweiß so ab und zu ein paar Gramm kerniger Vollkornhaferflocken, so als einziges Getreide noch. Dann nehme ich aus dem Tresor einmal die Woche zwei, drei Paganüsse, einmal die Woche ungefähr ja, drei Walnüsse vielleicht und ein Löffelchen Haferflocken und dann noch ein Löffelchen ja, Linsen. Berglinsen sollen ja die besten sein, habe ich auch oft und so weiter. Und das aber nur einmal die Woche quasi. Und dann landet das wieder im Tresor. Warum landet das im Tresor? Weil es eben nicht möglich ist, einfach so mal zwei, drei Paranüsse täglich zu kaufen, weil ich habe hier in der Nähe keinen Laden. Da müsste ich immer große Mengen kaufen, dann müsste ich den Rest in den Tresor schmeißen und dann irgendwann verderben mir natürlich diese großen Menge an Nüssen, die ich immer in den Tresor schmeiße, die werden ja immer mehr dann und die würden ja verderben. Also geht das einfach nicht. Ja? Also kann ich nur einmal die Woche dann, wenn ich dann von meinem Umfeld den Schlüssel für den Tresor bekomme, kann ich dann ein bis einmal die Woche oder alle 2 Wochen mache ich dann alle Bankgeschäfte, mache alles mit den Karten und mach mit Geld und so weiter und so weiter. Also den Kühlschrank, jetzt mein Tipp, das mit dem abgeschlossen, vergessen Sie das. Denn immer wieder denken Sie an das, was im Kühlschrank ist und vielleicht noch irgendwann mal gegessen werden sollte. Räumen Sie ihn ganz leer, hören Sie auf mit Kühlschrank, schalten Sie ihn aus, sparen Sie den Strom, tauen Sie ihn ab. Machen Sie Schluss mit dem Kühlschrank. Denken Sie nur noch von Tag zu Tag. Ja? So, jetzt lese ich aber mal von vorne weiter durch. Ja? Also ich fasse nochmal zusammen. Wir leben in einem glückszerstörerischen System der sozialen Marktwirtschaft, wo wir alle nicht gut und gerne leben, liebe Frau Merkel, sondern alle mehr oder weniger stark unglücklich sind und deswegen alle schwer süchtig sind und auch die, die nur esssüchtig sind, müssen mit allen Tricks kämpfen, denn das ist sozusagen geht nicht einfach so mit ein bisschen Ernährungsumstellung. Das funktioniert bei fast niemanden und das ist nicht die Wahrheit. Und wir wollen ja heute mal wirklich Klartext über Abnehmen sprechen. So. Ja. Also, alle bekommen keine großen Probleme durch Bauchfett, aber hier, wenn natürlich ein vernarbtes Herz vorliegt, kann natürlich jedes Gramm Bauchfett zu ständigem Herzjagen oder Vorhofflimmern führen, wobei ein Bekannter von mir alleine ohne Hochleistungssport Herzschaden, also ohne vernarbtes Herz, auch einfach nur durchs Bauchfett Vorhofflimmern bekommen hatte und sich dann 10-mal hat behandeln lassen und ja, und sagte, es hätte aber auch negativ ausgehen können und dann hätten die gesagt, ja, jetzt ist ihr Herz noch schlechter als vorher, aber tut uns leid, das hat nicht funktioniert, ne? Und deswegen lebe ich im Moment seit Wochen mit Ruhepuls 136 oder so, ja, mache sogar damit Sport, allerdings nur aus dem Stand und hoffe, dass das Herz dieses Versuchen zu schlagen und dann wieder zu versuchen zu schlagen, was ja nur noch 40% Pumpleistung ungefähr bringt, dass es das aushält, weil ja nicht durchgezogen wird, dass weder großer Druck auf den Klappen liegt, noch große Belastung auf der Muskulatur wird, weil ja quasi jeder Herzschlag nur anfängt und dann wieder ein Kurzschluss kommt, die Herzelektrik zurückkommt und so wie so ein, eigentlich wäre der Herzstromkreislauf ein langer Kreislauf. Wenn aber im Epikard oder und Perikard fett ist und dann auch noch Narben irgendwie sind bei der Herzelektrik, dann versucht das Herz, startet die Elektrik, dann gibt es hier den Kurzschluss, vermute ich mal, und dann läuft der Strom wieder zurück und dann haben Sie einen Ruhepuls von 140. Ne? So. Und ich hoffe, ja. Und angestrebt werden 4-mal wöchentlich
der leichte, nicht mehr Hochleistungssport, ja, oh, was verrutscht hier, werden viermal wöchentlich der leichte, nicht mehr Hochleistungssport aus dem Stand. Also ich war ja Tischtennisprofi, ich spiele mit links und mit rechts und mit verschiedenen Schlägen. Ich bin ja auch als Tischtennislehrer, probiere ich bestimmte Sachen aus, neueste Techniken und so weiter. Ja, damit das jagende oder flatternde Herz nicht geschädigt wird. Natürlich immer nur vor der einen täglichen Mahlzeit. Übrigens, Sie müssen immer natürlich versuchen, nicht zu viel Wasser zu trinken, aber auch nicht zu wenig. Sie müssen das Blut immer dünnflüssig halten, sonst entstehen ja angeblich das Risiko von Schlaganfall und Herzanfall, mit dem uns natürlich die Medizinsparten drohen und uns dazu bringen wollen, blutverdünnende Medikamente einnehmen zu müssen. Das mache ich halt nicht. Ich versuche immer so dünnflüssiges Blut zu haben und bis jetzt ist noch nie was passiert, trotz vielen langen Zeiten Vorhofflimmern und jetzt auch langer Zeit Herzjagen. Ich hoffe, dass es sich da wirklich nur um vorteilbringende Irrtümer und Drohungen der Medizinindustrie handelt, um mich zur Operation zu bewegen und so weiter, ne, und zur Behandlung zu bewegen, um zum Kaufen, Konsumieren zu bewegen. Ich hoffe, dass es das der Herz durchhält. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann falle ich halt tot um und dann ist auch okay, ne? Ja, also natürlich immer nur vor der einen, denn wer will schon in dieser Hölle des Kapitalismus weiterleben? Ne? Das ist ja auch nicht lebenswert hier. Ne? Natürlich immer nur vor der einen täglichen Mahlzeit. Ja, bei mir, ich mache ja ein Intervallfasten 22 zu 2, also 22 Stunden nur Wasser, bei mir Leitungswasser, ne? Und 2 Stunden Beschäftigung mit Essen. Ne? Ja, und jetzt die Pappschachtel, also die Einsperrtechnik habe ich ja genannt, also 4 Tage, dann eine Kleinigkeit essen, dann wieder einschließen lassen. Da müssen die Bekannten natürlich bereit sein, alle 4 Tage auch mal aufzuschließen, ne? Ja, und dann auch wieder, dann, ja, alle 4 Tage müssen sie eigentlich nur kurz aufschließen und ja, müssen bereit sein, alle 4 Tage mal kurz vorbeizukommen. So, oder Verwandte oder so. Ja. So. Also Kühlschrank außer Betrieb genommen. Na? Mit Miniwaage, ich habe so eine kleine Miniwaage. Dann kann man auch googeln nach Kaloriengehalt, denn mir passiert sehr oft, dass ich mich austrickse und etwas zu viel von etwas nehme, weil ich nicht weiß, wie viel Kalorien es hat, und dann nehme ich wieder eine Kleinigkeit zu. Also akzeptieren Sie einfach, dass Sie nicht jeden Tag gewinnen werden, das Spiel, aber versuchen Sie mit der Miniwaage und mit dem Googlen nach dem Kaloriengehalt der Nahrung. Zum Beispiel habe ich einmal 4 Eier gegessen, so mit dem Gedanken, ich müsse ja auch mal wieder Eiweiß, und auch manche empfehlen ja sogar tierisches Eiweiß, ne, mal essen, aber ich hätte vielleicht, wenn ich richtig gegoogelt hätte, festgestellt, dass ich höchstens hätte wahrscheinlich 2 Eier essen dürfen, sonst ist es einfach zu viel Kalorien. Und vor allem bedenken Sie, dass, glaube ich, schon 100 Milliliter Öl, und ich nehme ja Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, ist im Moment sogar Hanföl, ja, dass da 100 Milliliter 800 Kalorien hätten, also schon mehr als eine, für mich schon eine, schon allein zum Zunehmen führen würden. Also deswegen auch das Öl sparsam verwenden, ne? Und dabei bedenken, dass das immer noch mal 100 Kalorien zusätzlich sind, ne? Und ja, und dann ungefähr versuchen Sie ungefähr auf 400 Kalorien zu kommen, ne? Nur Öle und so weiter verbleiben erreichbar in der Wohnung, also etwas, was ich nicht so essen würde, ja. Alles andere, Bankkarten und so weiter, ist in Tresorraum. Egal, ob es ein Kellerraum ist, ein Wohnungsraum, ob es ein echter Tresor ist. Auf jeden Fall muss es eine Einwurfmöglichkeit haben, muss mehrere Schlösser haben, ist abgeschlossen und so weiter. Ja, bei mir sind also für den 3 Schlüssel im Umfeld sind für mich vormittags erreichbar, sind bei Bedarf, ne? Täglich werden alle Tageseinnahmen, wenn die Ernährungssituation geklärt ist, also kriege ich Sachen geschenkt, gucke ich, dass ich 400 Kalorien für den Abend habe,
gesunde Kalorien, bitte keine Backwaren mehr, muss ich mir immer wieder klar machen, kriege ich Sodbrennen, kriege ich Vitaminmangel, geht mir schlecht damit, spürbar schlecht, ja. Also Backwaren als Ersatz für Gemüse und Hülsenfrüchte und so weiter, pflanzliches Eiweiß, ab und zu tierisches Eiweiß, wie gesagt. Wenn nicht genügend geschenkt wurde an Essen, dann, also manche Leute gehen ja zur Tafel auch noch und so weiter, Foodsharing gibt es ja und alles, dann bei der Musik kriege ich oft Sachen in Nahrung geschenkt und so weiter, die ich gestern dann wieder weitergeschenkt habe im Foodsharing-Kontext und so weiter. Ja, und dann abends, zum Beispiel wenn ich vom Sport komme oder wenn ich letzte Mal, also wenn letzte Mal die Möglichkeit bestand, dass mir irgendjemand Gutmeinendes irgendwas zu essen schenkt oder es irgendwo eine Möglichkeit gibt, dann so um 22 Uhr oder so, ja, dann nach dem Sport zum Beispiel, und wenn ich sowieso 4 Tage die Woche zum Sport gehen will, dann ist 22 Uhr natürlich eigentlich sinnvoll, dass man das immer so macht, als täglichen Rhythmus. Da ich fange auch im Moment eher später an zu arbeiten, also eher um 10 Uhr morgens an zu arbeiten in der Wissenschaft als früher. Da hätte ich also das ergibt sich aus dem Sport, ja. Denn man soll ja auch sozusagen nach dem Essen, man soll ja eigentlich deutlich vor dem Schlafen gehen essen und dadurch muss man natürlich den Tagesrhythmus etwas verschieben, ja. Und bei mir ist es halt so, nach dem Sport, ja, bei mir hat dann eben ja nur noch der Rewe auf, ja, bis 24 Uhr. Und wenn Sie so eine Möglichkeit nicht haben, dann ziehen Sie um. Es geht um ihr Leben. Ja, lassen Sie sich nicht mit auf die anderen nicht funktionierenden Wege ein. Sie müssen einfach dann umziehen in die Nachbarschaft eines Rewe, wo Sie abends an halbwegs gesundes Essen noch rankommen. Ne? Und Rewe ist halt zwar nur zweite Wahl, ja, aber das ist der einzige, der bis 24 Uhr auf hat, jedenfalls bei uns hier, ne, in Köln. Dann müssen Sie eben umziehen, sonst sterben Sie an Ihrer Esssucht. Ne? Das müssen Sie sich entscheiden. Sterben an der Esssucht oder dorthin ziehen, wo es einen Laden gibt, wo Sie bis 24 Uhr, es kann natürlich auch ein super gut sortierter Kiosk sein, aber welcher Kiosk hat schon Frischgemüse und alles, ja? Gestern habe ich 2 Möhren gekauft, eine Zucchini, habe das alles roh gegessen, hätte natürlich auch die Hälfte kochen können oder 60, 70% kochen können. Aber jetzt geht es mir schon wieder viel besser, weil ich einfach wieder ein paar frische Vitamine drin habe. Eine Bio-Banane habe ich gekauft im Rewe und was habe ich noch gekauft? Naja, ein Netz, 1 Kilo Bio-Orangen. War wahrscheinlich zu viel, also von der Kalorienmenge. Wahrscheinlich zu viel, wahrscheinlich hätte ich eine Möhre essen müssen und vielleicht hätte ich irgendwie es schaffen müssen, von den Bio-Orangen vielleicht die Hälfte klein zu schneiden und wegzuschmeißen. Ne? Also war wahrscheinlich zu viel Kalorien. Ne? Also deswegen, das ist, aber wenn Sie mal einen Tag verlieren, nicht so schlimm, bleiben Sie einfach dran, kämpfen Sie. Und der Vorteil, wenn Sie eben so wie ich nur an einem Teil des Tages die Kontrolle verlieren, dann ist ja der große Vorteil, dass Sie sich nicht unbedingt einschließen müssen, ja? Also nicht Ihren Urlaub dafür verwenden müssen oder irgendwas. Also auf jeden Fall müssen Sie sich nicht selbst in die geschlossene Station einsperren, sondern kommen dann damit klar mit der Tresor mit Einwurftechnik. Und ich mache es halt so, dass alle Tageseinnahmen, ja, ich dann mit denen einkaufen gehe und dann versuche zum Beispiel nur einen Quark für 99 Euro oder für 1,09 Euro beim Rewe, 200 Gramm und nicht mehr. Und mehr gibt es dann nicht an dem Tag. Es gibt auch so einen Käse mit Meerrettich. Meerrettich soll sehr gesund sein, naja, ob das stimmt. Also einen Quark. Oder es gibt eine Dose Erbsen für 89 Cent. Es gibt die Kidneybohnen für 69 Cent. Und die
Die Kichererbsen auch für 69 Cent bei Rewe. Leider gibt es dort keine Linsen gekocht in der Dose. Schade. Aber gut, damit muss ich dann klarkommen. Ne? Und dann kann ich eben entweder mache ich Tage so wie eine Möhre, eine Banane oder wobei Bananen natürlich viel zu viel Zucker haben, aber eine Möhre, eine Zucchini oder irgendwas in ganz kleinen Mengen, vielleicht auch eine Gurke oder so. Auf jeden Fall davon idealerweise vielleicht 60% leicht angekocht, 40% mache ich mir dann als Smoothie-Dressing darüber mit ein bisschen Gewürzen dabei und so weiter, ja. Aber und den Rest des Geldes, bevor ich Essen mache, wird er in den Tresor eingeworfen und dann bin ich mittellos. Das heißt, ich habe keine Chance mehr zu kaufen. Ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn ich die Sachen verkochen oder versalzen würde, hätte ich dann gar nichts zu essen. Das ist dann aber auch nicht schlimm, weil ein, zwei Tage die Woche Totalfasten gilt sowieso als sehr gesund. Also im Sinne des Intervallfastens auch, ne? Und ja. Also werden eingeworfen oder gleich bei der Bank eingezahlt, bis auf, ja, das mache ich jetzt nicht mehr so, dass ich nur 100, bis maximal 120 Cent behalte, um dann eben nur ein Hülsenfrüchte zu kaufen, denn wenn ich keine Teigwaren zu mir nehme, dann muss ich ja ab und zu abends auch beim Rewe noch Gemüse kaufen und das kann dann leicht mehr werden. Also kaufe ich mit den Tageseinnahmen noch ein und zahle dann entweder bei der Bank in den Einzahlungsautomaten für Münzen sozusagen, den ich direkt nebenan habe, oder eben werf das in den Tresor und dann ist das Geld ja auch weg, ja. Und dann kann ich eben abends bei Rewe noch dazu kaufen, Montag bis Samstag. Sonntags habe ich einen Kiosk, da kann ich dann mal notfallmäßig was dann kaufen, ja. Die Dose Erbsen, Kichererbsen oder Kidneybohnen oder Quark, 200 Gramm, 99 Cent oder 1,09 € mit etwas mehr Fett oder so, ne. Die dann mit Ölen, Salz und Gewürzen schmackhaft gemacht werden als einzige tägliche Mahlzeit, aber eben nur für den Fall, dass nicht andere gesunde Nahrung in winzigster Menge erreichbar wurde bei Einladungen oder Geschenken und so weiter. Steht so schon genügend Nahrung zur Verfügung, werden auch noch wie gesagt, alle Tageseinnahmen, auch diese 90 Cent oder ich behalte ja, wie gesagt, erstmal alle Tageseinnahmen im Moment und dann werden die in den Tresorraum weggeworfen oder in die Bank, in den, ja, ziehen sie dorthin, wo es ein Rewe gibt und wo es eben Bankeinzahlungsautomaten gibt. Die Commerzbank hat also schöne Automaten, wo sie auch abends noch bar einzahlen können, wobei ich jetzt nicht genau weiß, bis zu welcher Uhrzeit, ne? Wenn Sie Ihr Leben retten wollen, dann müssen Sie so handeln. Und das steht bis jetzt in keinem Buch, dass es leider nicht anders geht. Ja? So besteht dann endlich keine Möglichkeit mehr, abends an zu viel Nahrung heranzukommen. Einmal die Woche wird aus dem Tresorraum eine winzige Tagesration Para und Walnüsse plus Haferflocken und Linsen geholt. Ja. Die Frage ist halt, braucht der Mensch noch mehr und andere Nüsse? Fragezeichen. Naja, ja. Falls Nahrungsgeschenke die Mini-Tagesration übersteigen, werden, ich versuche es mal mit der anderen Schaltung, werden Teile weitergeschenkt oder wieder unwiederbringlich weggeworfen, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, ne? Nur so gelingt im Moment das Beibehalten der Mini-Portionen, kleinstgeschnittene, ah ja, und jetzt zur Zubereitung. Alles in kleinstgeschnittene Mini-Stückchen machen und nur den Boden des Topfes, eines normalen Topfes mit Wasser bedecken, also so allerhöchstens 1 Zentimeter Wasser, halber, dreiviertel Zentimeter Wasser, werden angekocht. Was längere Zeit braucht, wird vor den anderen Stückchen in den Topf geworfen, also immer das, was eigentlich nur
ganz kurze Zeit braucht, das schmeiße ich am Schluss rein. Versuche immer erst das zurechtzuschneiden, was wirklich länger angekocht werden muss, damit man es gut kauen kann und so weiter. Und die weicheren Sachen, die kommen ganz zum Schluss rein, weil die nur ganz kurz Erwärmung brauchen. Ich mache das halt auch so, weil es bequem ist, dass man die Sachen dann nicht vorher waschen muss. Ich schütte dann danach das Wasser weg. Machen andere anders, aber ich hoffe, dass doch genügend Vitamine innen drin sind und dass in den Rohteilen, die natürlich gewaschen werden, oder die ich wasche, dass dann dieser Smoothie-Anteil noch genügend auch Vitamine beinhaltet, ne? Ja, zurzeit werden nur noch circa 30-40% als Rohkost-Smoothie, Rohkost-Smoothie-Dressing mit Ölen, Jod und Meersalz und Gewürzen über das Angekochte drüber geschüttet, um Verdauungsirritationen durch zu viel Rohkost zu vermeiden. Da kriege ich manchmal Durchfall, also irgendwie, ne? So, jedes einzelne Stückchen nehme ich dann mit Dressing sozusagen und mache es manchmal mit dem Löffel noch kleiner und kaue es minutenlang und genieße es minutenlang. So wird ein Gesättigungsgefühl trotz winziger Menge erreicht. Durch diese strenge Tagesdisziplin erscheint das vollständige Verschwinden des Bauchfetts erreichbar, was bisher immer mit einem völlig stabilen Herzrhythmus belohnt worden war. Hoffentlich gelingt das auch dieses Mal und hoffentlich gelingt durch striktes Beibehalten dieser Tagesroutine auch das dauerhafte Beibehalten von null Bauchfett und damit auch null Fett in Peri- und Epikard und auch in rund um die Bauchspeicheldrüsen. Ne? Ja, also so viel dazu. Das heißt also letztendlich, entweder in die Gemeinschaft Köln-Süd glücklicher leben und dann in der Gemeinschaft auch leichter abnehmen können und Hilfe, sich gegenseitig helfen und so weiter. Oder akzeptieren, okay, ich lebe unglücklich im Kapitalismus weiter und bin süchtig und bin suchtkrank, wie wir alle im Kapitalismus sind. Dann geht es nur mit dieser Technik, ja, und mit dieser, ja, teilweise sich selbst ins Gefängnis oder in die geschlossene Station einsperren. Erwarten Sie keine Hilfe von den Gesundheitssparten. Die verdienen nur dran, wenn sie ihr Bauchfett behalten und krank bleiben. Und deswegen haben sich da vorteilbringende Irrtümer gebildet. Ja, und natürlich kann ich jetzt, mache ich jetzt noch so ein paar kleine Ergänzungen. Natürlich. Ja, wir könnten jetzt hier bei den Sparten noch dazu schreiben, hier die Märchenbüchersparten, also auch die Büchersparten leben natürlich davon, wie die Diät, Zeitschriften, Sparten und so weiter, dass sie immer wieder irgendwas verkaufen ihnen, also so nach dem Motto, ein Heilsversprechen, das dann nicht gehalten wird und wo die Leute jedes Mal wieder drauf reinfallen, die Zeitschrift oder die Bücher kaufen und so weiter, dabei nie die Wahrheit erfahren und immer wieder kaufen. Und so funktioniert dann eben. Und der vorteilbringende Irrtum lautet, dass die Märchenbüchersparten halt selber glauben, dass das, was sie da verkaufen würden, die Wahrheit wäre oder nützlich wäre. Ne? Ja, ich lese mal weiter so das, was sich in den letzten circa 10 Tagen wieder so angehäuft hat, noch an Zusatzinformationen. Welche Irrtümer müsste ein Sparten, also diese Frage sollte man immer stellen, sozusagen. Ja, überlegen Sie doch mal selber, welche Irrtümer müsste ein Spartenmitglied glauben, um maximal die Restwelt auszuschlachten? Also, welche Irrtümer müsste eine Zeitschrift, die immer wieder Diäten veröffentlicht oder die Märchenbüchersparten, ja, welchen Irrtum müssten Sie im Kopf haben? Natürlich den Irrtum, ja,
Jetzt haben wir's. Das ist jetzt die Wahrheit. Und jetzt, liebe Leser, kauft es. Diesmal ist es die Wahrheit. Und dann irgendwie den Vorteil bringenden Irrtum. Naja, ist ja nicht so schlimm, dass es nicht gestimmt hat. Aber jetzt verkaufen wir dann 5 Jahre später. Jetzt haben wir endlich den richtigen Bestseller zum Thema Abnehmen. Also bei jeder Sparte immer überlegen, welchen Irrtum. Und ich kann ja gerade noch mal darauf eingehen, über den neuesten Stand zum Arbeitsamt. Wo ist das Arbeitsamt? Hier steht das Arbeitsamt, also hier Arbeitsamt. Das ist noch mal deutlicher geworden. Also stellen Sie sich vor, irgendjemand im Arbeitsamt, welchen Irrtum müsste er entwickeln, um die Welt maximal ausschlachten zu können? Er müsste denken, oh, der Mindestlohn ist eine ganz tolle Idee. Wenn wir den einführen, dann können wir ganz viele Menschen aus dem Hartz-IV-Bezug rausbekommen. Denn dann kriegen sie ja ein anständiges Gehalt vom Arbeitgeber und dann brauchen sie das Hartz-IV nicht mehr und so weiter. Und dann haben wir weniger Arbeitslose und seht ihr, liebe Politik, das ist doch die Lösung. Und dann sagt die Politik, ja, nachdem es ihr lang genug eingeredet wird, glaubt sie diesen Irrtum, ja, und führt den 12 € Mindestlohn ein. Und dann stellt sich raus, hoppla, sozusagen zeigt sich die Realität, dass nämlich die 12 € Mindestlohn, dass erstens Unternehmen, die das gar nicht zahlen können, nach Tschechien und Polen abwandern und dann ganz viele Arbeitslose entstehen und die dann wieder beim Arbeitsamt landen und dann kann der Arbeitsamtmitarbeiter, der diese Idee kreiert hat, wieder Karriere machen, nach oben aufsteigen, weil ja das Arbeitsamt insgesamt neues Personal einstellen muss, um die zusätzlichen Arbeitslosen zu verwalten. Ja? Und das heißt, also diese Idee war, der Mindestlohn wird die Zahl der Hartz-IV- oder Bürgergeldbezieher drastisch reduzieren. Faktisch kommt aber das Gegenteil. Und dann die Unternehmen, zum Beispiel kann eine Friseurin noch versuchen und sagen, ja, ich zahle euch die 12 €, das wird schon irgendwie klappen. Dann nimmt sie vielleicht noch ein paar Kredite auf, wie Professor Hans-Werner Sinn angedeutet hatte. Und dann schleppt sie sich noch ein paar Jahre dahin und dann muss sie zumachen, dann ist sie arbeitslos und alle ihre Mitarbeiter arbeitslos und die werden auch nie wieder einen Job kriegen, weil ja immer jeder neue Arbeitgeber beim Einstellungsgespräch ganz genau überlegen wird, kann ich dieser überhaupt aus betriebswirtschaftlichen Gründen, rechnet sich das, wenn ich dieser Person 12 € die Stunde zahle oder würde sich da eher 10 € die Stunde rechnen, dann darf ich diese Person nicht einstellen. Und die bleibt dann als lebenslang arbeitslose, langzeitarbeitslose Person als Kunde des Arbeitsamts erhalten und im Arbeitsamt macht man munter Karriere mindestens konstant halten oder gar vergrößern der Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Ne? Und so funktioniert, also wenn ich jetzt mir nochmal die Frage stelle, das ist zum Beispiel welchen Irrtum müsste ein Spartenmitglied entwickeln und glauben, um maximal die Restwelt auszuschlachten, nämlich genau solch einen Irrtum. Ne? Dieser Mindestlohnirrtum ist eine wunderbare Möglichkeit für Arbeitsamtmitarbeiter, ihre eigene Karriere zu befördern. Und wir sehen ja, dass die Politik dann reingefallen ist auf diesen Irrtum, als Lobbyisten wider Willen das Ganze dann politisch sogar umgesetzt hat und damit natürlich jetzt gerade dabei ist, mehr Arbeitslose zu erzeugen. Ja. So eine andere Bemerkung. Es wird ja immer so gesagt, dass die Unternehmer und so, dass das alles irgendwie ja schlecht sei und so weiter und dass man das Geld aus den Unternehmerhänden enteignen müsse und in die Staatshand nehmen müsste, damit dann die Staatsbürokraten sich bestechen lassen und dann das Geld zu weniger gut bezahlten Arbeitsplätzen führt, als wenn es in den Unternehmerhänden bleibt. Ja, und dann wird ja manchmal gesagt, ja, aber guckt euch doch diese Playboys an, die
verschwenden ja Geld und so weiter. Aber auch das muss nicht unbedingt ein schwarzes Schaf sein für die Familie. Vielleicht benutzt der Playboy das Geld, um sehr viele attraktive und hochkarätige Frauen mit guten Genen zu befruchten und dadurch verbreitet er vielleicht gute Gene. Und die Geschwister, die arbeiten am Unternehmen und setzen nicht so viel Kinder in die Welt und der Playboy und seine Kinder und diese Kinder arbeiten dann vielleicht irgendwann doch im Unternehmen mit und bringen dort wieder eine gute arbeitsplatzschaffende Leistung. Also es ist auch die Kinder des Playboys, müssen, also auch das Playboy-Verhalten muss nicht unbedingt jetzt so schädlich sein, dass wir jetzt unbedingt diesen Playboy enteignen müssten, sondern vielleicht können wir es auch einfach zulassen, dass er, denn wenn er Kinder bekommt, dann trägt er ja immer, verbreitet er immer 25% der wichtigen Gene seiner leiblichen Geschwister verbreitet er ja aus. Also insofern muss das gar nicht ineffizient sein für die Unternehmerfamilie. Also insofern vorsichtig damit so zu urteilen, ja, also diese Playboy-Erben, die müssen wir doch ruckzuck enteignen und Erbschaftssteuer und alles und so weiter. Vielleicht auch ist noch nicht mal das sinnvoll. Vielleicht ist es auch wieder nur ein vorteilbringender Irrtum, der am Ende wieder mehr Armut erzeugt und damit Kundschaft für die Sozialspartler, ne? Schluck Wasser. So, was habe ich hier noch vorzulesen? Bei den Sozialsparten, ja, was wäre da ein idealer Irrtum? Ja, da zum Beispiel ein vorteilbringender Irrtum, mit dem ich die Welt am besten ausschlachten könnte als Sozialspartler, wäre zum Beispiel, wir beseitigen Armut, indem wir den Reicheren wegnehmen. Da die aber reagieren können, ja, es klingt so schön, wir nehmen den Reicheren weg und damit sind die Armen gut versorgt und dann gibt es weniger Arme. Da die aber eben wiederum auch wieder reagieren können, so nach dem Motto, ich habe mehr Fleiß und geschenktes Talent, für das ich nichts kann, sehe aber keinen Sinn darin, denen ohne Fleiß und ohne Talent abzugeben, denn zu was führt das? Ja, was soll das für eine Evolution bewirken, wenn man es gut findet, denen ohne Fleiß und denen ohne Talent, also die genetisch keine Talente haben und auch genetisch keine Tendenz zum Fleiß haben, denen viel abzugeben, dann vermehren sich ja die ohne Fleiß und Talent und dann wird ja die ganze Volkswirtschaft immer ärmer, weil immer mehr ohne Fleiß und Talent vorhanden sind. Wir brauchen ja fleißige Fachkräfte mit Talent, brauchen wir, denke ich, ne? Und ja, und deswegen sehen dann viele Reiche natürlich auch keinen Sinn darin, in diesem Abgeben, ja? Und sie können ja auch dann, wie gesagt, nach Tschechien und Polen abwandern und so weiter. Und das könnte man ja nur verhindern, indem man wieder eine Mauer baut. Und dann würden wir halt um Deutschland wieder eine Mauer bauen. Und die jetzige Regierung ist ja auf dem Weg in solche Richtungen, ne? Ja, und darauf folgt dann als langfristige Folge wieder die Verarmung der Gesellschaft. Oder bei Nichtabwanderung, wenn durch eine Mauer die Nichtabwanderung der Fähigen erzeugt wird, dann kommt es einfach letztendlich züchten wir uns dann Arme. Und davon haben wieder nur die Sozialsparten was, genauso wie von der ganzen Kriegstreiberei jetzt gerade im Moment am Ende nur die Waffensparten profitieren werden. Alle anderen werden die Verlierer sein, wie immer, ne? Aber die vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten sind halt offensichtlich so überzeugend und manipulativ, dass also mittlerweile die halbe Welt da, sogar die Schweiz, erwägt, jetzt an dem Kriegsspiel sich immerhin mindestens irgendwie, ja, indirekt zu beteiligen, ne? Ja. Bei Wahlen, ja, dann wieder so ein Kernsatz. Bei Wahlen wählst du nur, was anderen nutzt und dir schadet. Das haben wir jetzt nicht in diese Bestseller-Titelliste reingetan, aber auch ein guter Spruch. Bei Wahlen wählst du nur, weil du ja nur wählst, aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer in deinen Köpfen sind. Und da wählst du natürlich nur das, was anderen nutzt und dir selbst schadet.
Also im Kapitalismus vergiss den Gedanken der Demokratie. Ja, also es ist alles nicht demokratisch. Vor allem ist es ja schon nicht demokratisch, wenn du manipuliert bist, das zu wählen, was dir schadet. Wozu nützt du, was nützt dir dann so eine Scheindemokratie? Ihr wisst ja, was steht in unserer Homepage und überall, die und auf der Seite der Partei des Gemeinwohls, die Bundesliga, Landesregierung, nee, die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung ist der einzige sinnvolle Weg, wie wir ohne nennenswerten Mehraufwand eine echte Demokratie kriegen, wie wir auch eine, ja natürlich auch dann mit der GWÖ-GWO-Kombi natürlich eine Evolution hinkriegen in Richtung Abbau der vorteilbringenden Irrtümer, sodass wir dann auch sozusagen nicht mehr das wählen, wozu wir manipuliert wurden, es zu wählen, sondern wo wir relativ realitätsgerecht dann unsere Wahlentscheidung anhand des Tabellenstandes in der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung machen können und so weiter. Ne? Ja. Ja, und dann nochmal zur Erinnerung. Der Tag, an dem die erste ungelenkte tauschhandelnde Person auftauchte, öffnete die Büchse der Pandora. Also nochmal, der Tag vor 140 bis 400.000 Jahren, irgendwo da war der Tag, an dem die erste ungelenkte tauschhandelnde Person auftauchte, denn gelenkter Tauschhandel in mit GWÖ-GWO-Kombi wäre harmlos, aber der ungelenkte Tauschhandel ist mörderisch, ne? Und bringt uns alle um. Der Tag, an dem die erste ungelenkte tauschhandelnde Person auftauchte, öffnete die Büchse der Pandora. Und das kann man ja auch erzählen, wie das dann abgelaufen ist, ne? Ja, und die Hotelsparte könnte man noch mal erwähnen. Jetzt gehen wir mal hier hin. Jetzt könnte man noch hier die Hotelsparte, ne? Die Hotelsparte, ja, sendet natürlich auch wieder bestimmte Irrtümer raus, die dazu führen, dass die Leute eben dann immer wieder kommen. Ja, und es geht ja immer irgendwie immer darum, wie kann ich aus einem Kunden einen Dauerkunden machen? Und welche Irrtümer müssen sich in der Hotelsparte ausbreiten, um maximal wiederkehrende Kunden zu erzeugen? Ja, diese Fragen muss man sich immer stellen. Ja, und Marxisten, die hatten ja den vorteilbringenden Irrtum hier, die Unternehmer seien Parasiten und Schmarotzer, Ausbeuter, Mehrwertabschöpfer und so weiter. Das ist ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten und der Waffensparten übrigens, aber das ist eigentlich, kommt das also aus den Sozialsparten, kommt die marxistische Idee, guck doch, diese Unternehmer sind ja Parasiten und Schmarotzer, Ausbeuter, Mehrwertabschöpfer und so weiter. Das führt dann dazu, dass das Geld bei den Staatsbürokraten landet. Daraus folgt, dass viel weniger gut bezahlte Arbeitsplätze vorhanden sind als vorher, weil entweder die Unternehmer abwandern oder die Staatsbürokraten eben noch bestechlicher sind und auch noch mehr Misswirtschaft machen und so weiter. Und dann haben wir noch mehr Arme und dann profitieren wieder die Sozialspartler noch mehr. Ne? Ja, so. Dann, was haben wir noch zum Schluss für heute? Ja, dann könnte man noch da eintragen, die Sparte der hier Nachwuchsdiktatoren-Sparte. Ja, denn vielleicht entfaltet die eine eigene Dynamik. Vielleicht ist es einfach so, dass gerne bestimmte Leute Nachwuchsdiktatoren würden, also Stalins, Honeckers, Hitlers und so weiter. Und die dann auch wieder vorteilbringende Irrtümer verbreiten, nämlich dass die da oben böse seien oder so, Verschwörer seien oder alles Mögliche, oder eben Ausbeuter, Mehrwertabschöpfer, links, also Linksdiktatoren und Rechtsdiktatoren spielt keine Rolle auf jeden Fall. Dadurch dann die Menschen durch diese vorteilbringenden Irrtümer aufhetzen,
sich gegen die wichtigen Unternehmer zu stellen, sozusagen, und dadurch dann selber Diktator werden zu können und dann selber die Bevölkerung ausschlachten und ausschmarotzen und ausparasitieren und ausbeuten zu können, ne? Ja, also insofern hat die Sparte der Nachwuchsdiktatoren, ja, hat hier vielleicht ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer. Das habe ich ja schon öfters mal erwähnt, dass die, also die Nachwuchsdiktatoren, auch das muss alles nicht bewusst sein, aber im Prinzip, am Ende wird aus denen dann entweder wieder ein Stalin, ein Honecker, ein Mao oder ein Hitler, und dann schlachten sie wieder die gesamten Restmenschen aus, und zwar viel mehr, als es die Unternehmer getan haben, ne? Ja, so. Ja, das war's. Also, ich fasse zusammen. Ich habe jetzt versucht, wirklich erstmals die echte Wahrheit über Abnehmen zu sagen, und machen Sie sich klar, es bleibt ein lebenslanger Kampf. Leichter kann es nur werden in der gemeinwohlökonomischen Gemeinschaft. Superglücksgemeinschaft Köln Süd, rufen Sie einfach an bei uns. Ansonsten werden Sie immer kämpfen müssen, und ohne diese technischen Hilfsmittel und so weiter und ohne Rewe und ohne, ja, geht es nicht, weil Sie jeden Tag aufs Neue kämpfen müssen, dass Sie in Ihren schwachen Phasen entweder gar nichts zu essen haben oder eben nur diese kleine Portion. Und bei mir sollte es eigentlich nur eine 300 bis 400 Kalorien Portion pro Tag sein, oder ideal vielleicht sogar nur eine 200. Aber machen Sie sich klar, am Ende ist es nicht entscheidend, dass Sie lernen, nichts zu essen, sondern Sie müssen lernen, jeden Tag nur 300 Kalorien zu essen. Und wenn Sie dann Ihr richtiges Gewicht erreicht haben, der Bauch ganz flach ist, eine sanfte, ganz dünne Fetthautschicht drüber ist, aber ist eher schon ein leichter Waschbrettbauch ist, wo sich schon leicht die Muskulatur eher abzeichnet und so weiter. Nehmen Sie einfach so gesund aussehende, bauchfrei junge Frauen oder junge Männer, wo Sie sehen, wie wirklich ein gesunder Bauch aussieht, ohne Magersucht, ohne irgendwie verrückte Magersucht oder so etwas, sondern wirklich ein gesunder, flacher, sportlicher Bauch aussieht und sozusagen, ja, und dann müssen Sie gucken. Aber vielleicht brauchen Sie dann auch nur noch 1000 Kalorien am Tag. Wer braucht heute schon noch? Also ich habe bei mir den Eindruck, ich brauche eigentlich nur noch so zum Konstanthalten meines Gewichtes wahrscheinlich vielleicht sogar nur noch 700 Kalorien pro Tag. Und je älter die Menschen werden, also die ganz Alten, die 110-Jährigen, die brauchen, glaube ich, vielleicht brauchen die nur noch 100 Kalorien am Tag. Man sagt nämlich von denen, dass die fast gar nichts mehr essen, weil die fast gar nichts mehr verbrauchen, ne? Also deswegen gehen Sie lieber von 200 Kalorien pro Tag, 300 Kalorien pro Tag aus, und gehen Sie nur so langsam ein bisschen höher, bis Sie merken, ja hoppla, jetzt nehme ich ja schon zu, da, obwohl ich nur 600 Kalorien gegessen habe, nehme ich nur zu. Ja, dann ist das halt so. Dann können Sie halt nur noch 600 Kalorien am Tag essen, ne? Also ich richte mich nach meiner großen Waage und nach meiner Mini-Waage für die Essenssachen und so weiter. Und ja. Ja, so viel also dazu, und ja, also tschüssi, bis bald, in circa 10 Tagen wieder die nächste neue Sendung. Tschüss.